Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Neu geladenes Spiel? Ja. Ich habe ein bisschen am Mikrofon rumgefeilt und gespielt. Ja. Ne? Und der Wolf scheint echt weg zu sein. Schlimme ist nur, dass da irgendwie Nebel kommt, ne? Also ich habe ja keine Angst, ne? Ich habe 7 wahnsinnige Schuss. Kann damit natürlich auch ganze Dörfer töten. Boah, ist denn das schon eine kleine Orange Juice? Oh, Orangen Saft. Aha, guck mal. Boah, ich hätte 4 Plätze gekriegt? Krass. Heftig. Muss ja mal gucken. Ja, hätte ich natürlich mich auch klasse vorbereiten können. Ike aber nicht. Also, wer geschrieben wurde, habe ich irgendwas übersehen? Der alte Blindfisch. Ba, 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 ba. Auto kann man zerhauen. Ne? Danke, Otto, für den Tipp. Ne? Anscheinend übersehe ich wieder, aber der Wolf scheint doch noch da zu sein. Anscheinend übersehe ich wieder recht viel. Und besonders, Auto könnte man zerhauen und das würde nicht aufeinander packen, weil es ein komischer Bug ist. Hä? Ich habe doch. Ah, ich bin gewichtsmäßig, bin ich schon fett, ne? Das war ja jetzt auch noch so das Problem. Wir sind ja schon bei einfach zu viel. Geil wäre natürlich, wenn wir hier bei Skill einfach machen könnten, dass ich hier richtig. Oh, ich kann ja schon was drücken, ne? Ist das nur vorab oder kann ich das wählen? Ich kann hier gar nichts wählen, wa? Kriege ich denn hier Levels, Skills? Kann ich nicht Skill wählen? Ich kann, glaube ich, gar nichts wählen. Ne? Ist die Maske auch wieder voll? Warte mal. Die hat ja 100%. Hä? Warum hatten die? Kriegt die in jedem Laden wieder 100%? Also, Nägel können wir erstmal mitnehmen. Ne? Das können wir jetzt. Wir haben ja ein bisschen Durst. Können wir auch essen. Okay. Ach, wieder so eine komischen Fake-Autos, wo gar nichts drin ist. Ja. Hätte ich eh umbringen, wenn ich rauskomme. Und dann werde ich deine ganzen Artgenossen umbringen. Einfach so, weil du ein sehr nerviges wie bist. Aber nicht. Oh, aber richtig schön. Cool. Ja. Unten ist nichts mehr drin. Das mit Rucksäcke freut mich am meisten. Ne? Jetzt können wir endlich mal ein bisschen mehr Kleinigkeiten mitnehmen. Ohne dass jetzt gleich hier ganz so schlimm ist. So, jetzt gucken wir gleich mal, wo der kleine Idiot ist. Ach, draußen ist ein Flugzeug. Ey. Ich dachte gerade, wer wird denn jetzt noch? Jetzt ein bisschen nah. Das Ganze. Ich hoffe, ich laufe noch in die richtige Richtung. Richtige Ahnung habe ich jetzt nicht. Der irgendwie auf der Straße folgen könnte. Ne? Ich denke mir immer, dass ich irgendwas dann sehe, was ich gar kenne. Oder mein zu erkennen. Wenn es zu neblig wird, schlafe ich einfach. Meistens die Mode. Mit dem Kompass wäre es einfacher. Ach, stopp mal. War, also das Angelzeug war der Angelhaken, hätte ich ausrüsten können. Die Angel-Equipment? Nee.
Unter wo kann ich's? Was wurde geschrieben? Irgendwas wurde geschrieben, ne? Ach so, ja, und von hinten kann ich, ne? Der Junge hat geschrieben, von hinten kann ich die, wo ich denn nicht mehr mit dem Messer oder sowas da oder am Baseballschläger, sondern wenn ich hinten mit einem kleinen Messer da stehe, dieses Schlafen, die Vollidioten, kann ich die mit so einer Special Attack Mode Animation mich ranschleichen und F drücken und dann werden die da nieder hier gerappelt. Denk mal, aua. Das werden wir auch irgendwann mal ausprobieren, ne? Ich habe mal wieder sehr viele Infos gekriegt, ne? Für den ganzen Shit hier. Könnte ich eigentlich auch, ich glaube schon, ne? Ich könnte eigentlich alle Sachen in so einen Schrank reinmachen und den Schrank vor mich her tragen, ne? Als Mode würde auch gehen. Könnte ich auch ein bisschen rennen. Und zweitens hätte ich sehr, sehr viel Platz oder Gewicht frei. Weiß ja jetzt nicht, ob wir so viel Clay brauchen. Ich weiß ja auch noch nicht, ob das hier unser Lager sein soll. Wir müssten ja eigentlich mal ein bisschen so Autos reparieren. Dafür sammle ich ja schon alles. Sobald wir ein Auto haben, geht es ja auch anders vorwärts. Dann können wir uns mal wirklich eine Bleibe suchen. Aber momentan laufe ich überhaupt wirklich die richtige Richtung? Ich sehe gar nichts. Nicht, dass wir stundenlang jetzt in die falsche Richtung latschen. Ich kann mir auch hinlegen, denn schlafen, ne? Wenn ich da jetzt nach oben, sehr kaum was. Also Müdigkeit geht, ne? Ausdauer haben wir natürlich ohne Ende. Können wir ja ohne machen hier. Ist das eine Mine? Also ganz ehrlich, wenn das hier jetzt hier eine Mine ist, ne? Guck mal, hier ist eine Mine. Oh. Oh. Hallöchen. Aber hier ist jetzt nicht der Endboss drin, ne? Hier zu sterben wird natürlich ein bisschen richtig scheiße. Aber gucken kann man ja mal, ne? Ich finde komische Mine. Ist ja nicht. Da kann ich irgendwas zerhauen hier. Aber ich habe keine Picke. Kann man eine Picke herstellen? Nö. Kann natürlich auch ja nicht herstellen, ne? Was mache ich denn hier mit der Mine? Kommt hier denn noch was, oder? Komisch. Ich dachte, hier ist jetzt aber drin. Sag mal, wie viel Clay muss ich denn eigentlich wegschmeißen, dass ich hier 6 Kilo. Guck mal, wir sind deutlich im Übergewicht, ne? Was ist denn noch so schwer hier? Ach, der Reifen. Ich weiß auch nicht, ob wir unbedingt noch einen Reifen mitnehmen müssen. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht. Das ist erstmal geteilt, damit ein Inventarplatz noch voller ist. Einfach so, weil ich es kann. Hier steht doch nirgendwo was. Ich hätte gerne einen Bleistift. Gute ist ja, dass wir wenigstens mal ein Dings gefunden haben. Hier zwei Rucksäcke. Direkt aufeinander liegend. Aber zwei Rucksäcke. Das hat denn schon ein wenig Sinn gemacht. Aber jetzt hier noch irgendwie den Wasserfall finden, würde ich
Oh, Katzenfilm. Oh, Katze. Hätte ich aber jetzt eher schon dazwischen gedrängt, ne? Hätte Ding, du? Was geht mit dem Mikrofon? Hört man auch dich jetzt in der Küche noch mauzen? Hat man die das gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Selbst die Würfe haben hier hinten keinen Bock, ne? Hier ist so eine schöne Straße, kann man doch ein bisschen was bauen eigentlich. Hätte man doch irgendwas hier. Ich dachte, jetzt kommt hier was, ne? Nee, war, ich glaube, das ist mir. Klar, also Durst und sowas, das steigt ja, aber ich werde jetzt hier aus Mangel. Ich komme ja. Männer. Ich nehme mich mal kurz noch. Ich komme irgendwann hier wieder vorbei. Irgendwann. Vielleicht erinnere ich mich auch, wo wir hier sind. Und dann nehme ich das einfach, aber das dauert mir echt jetzt zu lang. Ne? Ich kann jetzt hier nicht eine ganze Wanderschaft machen. Also ist ja schön gemütlich, ne? Aber. Muss jetzt nicht so sein. Wir mal sehen, wo es ein bisschen hingeht, ne? Ah, okay. Hier bei einer anderen Mine. Ja, hier ist ja jetzt der Endzeitgegner, oder? Ist hier der immer noch da? Okay. Bin gespannt, ob die genauso aussieht wie davor. Alter Fussel. Ja, das sieht doch so völlig aus, aber das darf ich nicht tragen. Das ist ein alter Fussel. Ist hier so eine Fackel oder so? Wahrscheinlich. Ne? Ich komme kurz hier drüben noch, ne? Okay. Weil das sieht mir hier ziemlich bekannt aus. Wisst ihr noch? Staffel 2. Ach! Okay. Na klar. Na, ich will da jetzt nicht so rein. Ich glaube nicht, dass das jetzt so geil kommt, wenn ich da so reinmarschiere. Lieber so nach Hause jetzt, ne? Aber ich weiß nicht, wo zu Hause ist. So ein Berg mal hoch. Ach guck mal, ich bin einfach stamina-mäßig, bin ja auch so im Arsch schon. Echt den Durst oder so? Ja, ein bisschen. Zum Glück kann jetzt nicht Nacht werden. Oh, wir haben fast alt ausgetrunken. Das Stamina hat sich ja nicht erholt, ne? Ich trinke da 5 Minuten, aber ich bin nicht mehr geausdauert. Wenn man das so sagen kann. So, bin mal gespannt jetzt hier oben. Müsste sagen, den kleinen Step, den wir es ja noch können. So, ab und zu hätten sie ein paar Kisten hier so absteigen können. Die Steine sehen ja so aus. Teilweise gefühlt so, denn so ein bisschen aus wie bei Subsistence.
du, dass da so eine Küste rumliegt. Ne? Aber ich muss sagen, das ist schon sehr gemütlich hier. Was setze ich hier? Ende der Karte. Okay. Jetzt haben sie aber schön abgeschnitten da. Ich bin am Ende der Karte. Ja, irgendwie müssen sie ja das Ende machen. Wieder mal macht das mit einer Insel, was genauso wahrscheinlich aussieht wie das Ergebnis jetzt hier so, ne? Aber dann ist der Gegner hier am Ende der Karte auf jeden Fall. Das war schon außerhalb, ne? Da haben sie ein bisschen da so dazu gedichtet und so. So, das Schöne ist natürlich, dass wir irgendwann wieder Hunger haben und natürlich auch so viel zurückgelassen haben in den Häusern, dass uns so fehlen wird. Es wird ja, ist ja richtig eine halbe Weltreise geworden. Eigentlich wollte ich ja nur nach Hause. Ja. Aber jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo. Wenn jetzt natürlich hier der Fluss wäre und ich dem folgen könnte, dann wüsste ich ja irgendwie auch schon, wo ich wäre. Ne? Aber ist auch nicht so. Hier oben ist ja auch nichts. Ey, voll im Brachland. Oh Gott, ey. Halt war ja mal wieder klar, wir irgendwo hin machen, nicht so günstig ist. Nichts mit dem Kompass würde man sich ja ein wenig besser orientieren können. Ich glaube, das Spiel sollte auch nicht einfach sein. Ich lufte da jetzt mal vorne bis zur Ecke, mal gucken, was da so ist. Ich melde mich denn. Also, bis gleich. Ciao. Ja, da ist er wieder. Ich bin eigentlich die ganze Zeit geradeaus gelaufen. Immer wenn Akku leer war, habe ich mich eine Stunde im Mittagsschlaf gemacht. Ich bin ziemlich viel geradeaus gelaufen, muss man sagen. Jetzt hänge ich hier an so eine Steinklippe. Jetzt ist da hinten irgendwie was. Und sonst sehe ich nicht so viel. Würde ich da natürlich hin, aber ich kann hier nicht runter. Aber wenn ich hier runter mache, dann bin ich höchstwahrscheinlich tot. Also, deswegen gehen wir hier mal nach oben. Das hätte nur noch so machen, wenn wenn die Müdigkeit zu hoch ist, ich mich einfach dann schlafen lege. Hier ein bisschen gemächlicher runter oder nicht? Hier kann man doch einfach runter, ne? Ja, da hinten würde ich ja denn schon mal gerne hingehen, wenn ich ungefähr noch weiß, wo das war. Da ist das. Weil hier so quer fällt, also ich bin wirklich hier im Niemand, ne? Ich bin so ungefähr noch danach 3 Minuten gelaufen. 4. Ziemlich viel ist, ne? Wenn ich spiele 4 Minuten geradeaus laufen. Hat schon was Episches. Das Ganze denn für, weiß ich nicht was, ne? Einfach so geradeaus laufen. Aber da oben ist jetzt gleich was. Ich werde hier jetzt erstmal meine eine Stunde Mittagsschlaf machen. So. Ist schon 18 Uhr, wird nämlich langsam wieder dunkel. Ist nämlich gar nicht mal so cool, dass ich jetzt hier draußen mache, weil dann würde ich lieber die Nacht dann wegschlafen. Auch wenn es nicht so angenehm ist und so ein Bett wahrscheinlich bisschen besser zu uns passt. Ach, leck mich. Echt jetzt? Ich glaube, die wollen hier noch was bauen. Haben es aber noch nicht, weil ja, Materialien knapp wegen Corona-Lieferzeiten und so. Shit. Hätte ich mich mal für die andere Seite entschieden. Ah, das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen dämlich nehmen. Ah, okay. Aber wenigstens ist hier was. Und hier ist hier auch ein bisschen was Schöneres jetzt hier. Wo ich hier noch einen Rucksack?
Ja, muss ja mal reingucken, ne? Ja, lebenswichtige Sachen hier. War ich hier schon mal? Im Fass aus wie ein Haus, in dem ich schon mal drin war. Und dazu wäre das. Ach, du meine Güte. Wirklich das Haus, was ich schon kenne, ne? Ah, so und so, da können wir kaum was, ne? Hier war gar nichts. Gar nichts war hier. Oho. Joni, wo bist du? Aber ich könnte hier drinnen. Ne, hier drinnen kann man auch nicht schlafen. Da kann man einfach nichts schlafen. Achso, aber ich will hier raus. Also bin ich ja, ich trottel vorhin die falsche Dings gelatscht oder was? Oh. Oh. Na, wer weiß. Ich jetzt hier lang gehe, werden wir noch ergründen. Aha. Also auf jeden Fall. Oh, da ist eine Kirche. Da können wir zum Beispiel. Da können wir mal gucken, was da so los ist. Nicht werde ich mal gucken, wo ich ungefähr bin. Und mal gucken, ob wir vielleicht wieder nach Hause finden. Oder zumindest in die Nähe vom Wasserfall. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüssikowski. Bye, bye.